Will man sich umfassend mit der aktuellen Außenpolitik beschäftigen, wird man nicht umhinkommen, beide Seiten zu hören. Sonst sitzt man wie in einer Zwangsjacke gefesselt, im Dickicht einseitiger Propaganda. Verdammt dazu, mit aufgerissenen Augen vorgegebene Narrative wie Angriffskrieg zu brüllen. Wir wollen uns heute mit Alexander Dugin beschäftigen. Gibt man ihn zunächst in die Suchmaschine, findet man Überschriften wie vom Merkur: Alexander Dugins Aufstieg zu Putins Gehirn. Oder der Deutschlandfunk: Dugin ist auch ein Faschist. Die Taz titelt: Der russische Faschist Alexander Dugin. Geboren wurde dieser 1962 in Moskau. Er war von 94 bis 98 Co-Vorsitzender und Mitbegründer der Nationalbolschewistischen Partei Russlands. Von 2010 bis 2014 leitete er den Lehrstuhl für Soziologie der internationalen Beziehungen an der Soziologischen Fakultät der Lomonossow-Universität Moskau. Er wird als Ideengeber einer extremen sowie intellektualisierten neuen Rechten in Russland gesehen und gilt Beobachtern als Neofaschist und als Vertreter eines eurasischen Imperialismus. Die ersten Texte, die ich von ihm wahrnahm, waren aus der Lomonossow-Universität in Moskau. Eine eigene Webseite betreibt er, auch in deutscher Sprache. Seine Tochter Daria wurde im vergangenen Sommer Opfer eines Mordanschlages. Dugin gab Russia Today ein Interview. Das gibt uns die Gelegenheit, den Mann im Originalton zu hören und einzuordnen. Die erste Frage beschäftigt sich mit der Sowjetunion. Wir müssen zuerst verstehen, dass die Sowjetunion zwar nicht eine ideologische, aber eine geopolitische Fortsetzung des Russischen Reiches war. Sie hatte grundlegend andere Werte und Ideen, aber als eine geopolitische Realität, als das Heartland, als die eurasische Landmasse in der Vorstellung von Klassikern der Geopolitik wie Mackinder oder Brzezinski, war die Sowjetunion eine direkte Fortsetzung und Verkörperung der Landmacht, dem Widersacher der Seemacht. In diesem Sinne war sie eine der zwei wesentlichen geopolitischen Konfliktparteien. Und nach Mackinder dreht sich die Geschichte der Menschheit um eben diesen Konflikt. Wenn wir den Zerfall der Sowjetunion also aus dieser geopolitischen Sicht betrachten, dann stellt er eine Art Niederlage der Landmacht gegen die Seemacht dar. Damit wären wir zur See. Wie ich aus mehreren ersten Händen weiß, ist Dugin in Russland weit weniger bekannt als bei uns dargestellt. Er scheint ein ideales Feindbild abzugeben. Hören wir ihn zur Entwicklung Chinas. Und gerade China hat aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion die richtigen Schlüsse gezogen. Die Chinesen verstehen, dass sie die Einheit ihres Landes und die strategische Kontrolle darüber bewahren und schützen müssen. Und das betrifft auch die verschiedenen ethnischen Gruppen. China ist, wie die Sowjetunion damals und Russland heute, eine multiethnische Gesellschaft und versteht, dass es keine Umformung seines Territoriums und keinen Verlust seiner zentralen Regierungsgewalt zulassen kann. Der Zusammenbruch der Sowjetunion war ein Selbstmord, der nicht durch den Wunsch der einzelnen Republiken nach Unabhängigkeit aufgelöst wurde, sondern vom Zentrum ausging. Wir sind dafür komplett verantwortlich. Wir Russen. Wir tragen die volle Verantwortung dafür. Das war ein Verbrechen der Moskauer Regierung, des Zentrums, nicht der Nationalisten in der Peripherie. Sie verwendeten den Begriff beinahe Totalitarismus mit konfuzianistischen Zügen, um das heutige reformierte China zu beschreiben. Und das finde ich interessant, denn für mich als Amerikaner ist der Begriff Totalitarismus, so wie ich ihn verstehe, ein leeres Wort, das die Menschen im Westen seit langem verwenden, um Russland und China zu attackieren.
Als ich hierher umgezogen bin, ist mir klar geworden, dass die Dinge in den Ländern, die einfach nur als totalitär abgestempelt werden und in denen angeblich der Staat alles kontrolliert, nicht so eindeutig sind. Ich würde gern verstehen, was Sie mit diesem Begriff meinen, wenn Sie ihn in Bezug auf China verwenden und auch auf die Sowjetunion. Würden Sie sagen, dass das eine totalitäre Gesellschaft war? Im Westen haben wir es mit einem absolut totalitären Liberalismus zu tun. Es ist scheinheilig zu behaupten, dass alle nicht-liberalen Regime totalitär sind und dass liberale Regime nicht totalitär sind. Die chinesische Gesellschaft ist weder liberal noch liberal-totalitär. Sie ist holistisch. Wir müssen ein passenderes Wort benutzen. Holistisch. Ein holistisches System setzt das Allgemeinwohl über das Wohl des Individuums. Wie kann man das als autoritär bezeichnen? Dem Marxismus erteilt Dugin eine klare Absage. Wir können diese Lücke nicht durch eine Rückkehr zur Sowjetzeit füllen. Trotz einiger wachsender Sympathien für die sowjetische Epoche. Aber eine Rückkehr ist unmöglich, weil der sowjetische Dogmatismus inakzeptabel ist. Marxismus kommt nicht in Frage. Wir müssen also weitergehen und das Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit mit traditionellen Werten kombinieren. Spätestens bei traditionellen Werten wird dem einen oder anderen im Westen mulmig werden. Nicht Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin. Er stellte Dugins aktuelles Buch Eurasische Mission vor. Der Ordnung halber ein Werbetrenner. Alexander Dugin gilt in der Regel im Westen als das Gehirn von Wladimir Putin. Das ist eigentlich mittlerweile vollkommen falsch. Dugin war zwar im Kreml-Umfeld und hatte sicherlich auch Zugang zu Wladimir Putin, aber dieses Näheverhältnis endete abrupt im Jahr 2014. Und zwar, als Dugin vorgeschlagen hat, im Zusammenhang mit der damaligen Ukraine-Krise, dass Putin gleich den Sack zumacht und den Donbass sozusagen für Russland mitnimmt, also annektiert, kann man sagen. Ja, das hat Putin damals abgelehnt und das brachte eine quälende Zwischenzeit in der Ukraine, die dann von den Machthabern in Kiew mit Hilfe des Westens genutzt wurde, um hochzurüsten. Genau so ist es. Etwa um diese Zeit näherte sich die Tochter, die im letzten Jahr einem Attentat zum Opfer fiel, politisch ihrem Vater an. Davor hatte sie sich hauptsächlich mit Frankreich und der französischen Kultur befasst. Dieser Punkt ist interessant. Wie stark wäre der Rückhalt in russischen Eliten 2014 für einen Krieg gewesen? Dank Angela Merkel und François Hollande wissen wir jetzt 2023, dass das Minsker Abkommen nie ernst gemeint war, nur dazu diente, die Ukraine aufzurüsten. Er wälzt in diesem Buch die Eurasische Mission aus, die Russland und Deutschland verbinden könnte, die Reichtümer des fernen Ostens mit dem Know-how Deutschlands und Zentraleuropas. Das ist seine Vision und er ist auch in der Ideologie ein sehr origineller Denker, denn er hat die sogenannte vierte politische Theorie entwickelt. Die vierte soll die vorhergehenden drei ersetzen, nämlich Marxismus, Faschismus und westlichen Liberalismus, die ja alle drei als unterdrückerische Ideologeme dekonstruiert und seine vierte politische Theorie, die Theorie der Multipolarität, dem entgegensetzt. Der Mann ist nicht unumstritten, er hat großrussische Ambitionen durchaus, aber man sollte ihn kennen, um feststellen zu können, was geht zwischen Deutschland und Russland, wenn das amerikanische Jahrhundert zu Ende gegangen ist. Hier kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. Der Westen benimmt sich aber so,
als würde er noch immer in der bipolaren Welt des Kalten Krieges leben und sieht Russland als den Erben der Sowjetunion an, der bekämpft werden muss. Das bipolare Weltbild wird also durch eine Art Trägheit fortgesetzt. Momentan entsteht eine Multipolarität, ein anderes System. Es geht nicht mehr um den Kampf der einen Ideologie gegen die andere, um den einen Pol gegen den anderen. Es entsteht eine komplett neue Vision der Koexistenz. Und sie bedeutet nicht zwangsläufig Krieg und Konflikte, aber auch nicht zwangsläufig Frieden. Multipolarität ist das Ende der Bipolarität. Und ich habe die Idee formuliert, dass der Westen keine Multipolarität akzeptieren will, in der er nicht nur einer von zwei, sondern einer von vielen Polen wäre, weil das seinen Anspruch auf Hegemonie, auf Universalismus und Globalismus zerstören und den Westen auf konkrete Grenzen beschränken würde. Das bedeutet eine Reprovinzialisierung des Westens, und das ist genau die Multipolarität, die für Russland nun in diesem Krieg gegen das unipolare System kämpft. Wir kämpfen nicht nur um unseren eigenen Status und um unsere Position als ein unabhängiger Pol, sondern auch für die anderen Pole, China, Indien, die islamische Welt, Lateinamerika, Afrika. In der Ukraine findet also gerade der erste multipolare Krieg statt, weil der Westen seine Hegemonie um jeden Preis retten wollte und weil das unipolare System eine Fortsetzung des bipolaren Systems ist. Gibt es diese Russophobie, diesen Hass gegen Russland? Das ist eine Fortsetzung des bipolaren Verständnisses der internationalen Beziehungen. Das Hauptproblem des Westens ist es, zu akzeptieren, dass der Westen eine Provinz der Menschheit sein könnte, nicht der Mittelpunkt, nicht die Hauptstadt. Er ist also nur ein Teil der Menschheit, nicht mehr. Mit diesen Worten ist das geopolitische Problem umrundet. Ich erweitere um die Frage, ob es jemals eine westliche Hegemonie gegeben hat oder ob das nicht schon immer eher der US-amerikanische Wunsch gewesen ist. Wohl hatte der Dollar eine globale Bedeutung als Zahlungsmittel für Rohstoffe. Daraus aber eine Weltherrschaft abzuleiten, hat sich mir nie erschlossen. Ich nehme es mit Sorgen zur Kenntnis, wie kritiklos und undifferenziert US-amerikanische Interessen vertreten und unterstützt werden. Kleine Audiodatei, Mittwoch, 11. Januar 2023. Ist es pro-Putin oder pro-russisch Dugin vorzustellen? Ich denke nein. Es ist eine der Grundvoraussetzungen, um diesen Konflikt zu verstehen und einzuordnen. Wer den Namen Dugin heute zum ersten Mal gehört hat, hat sich wahrhaftig die letzten 25 Jahre nicht mit Politik befasst. Was mir wichtig erscheint, seiner Personalie hinzuzufügen: er ist Antikommunist, steht im Grunde mit beiden Füßen auf dem auch hier vorherrschenden Gesellschaftsmodell. Der Kommunist kritisiert dieses, ist im schlimmsten Fall der Feind dessen. Ich zum Beispiel bin kein Kommunist, habe wohl aber das Rüstzeug, jeden Tag, in jeder Stunde, in jedem Fach, in der Schule gelehrt bekommen, im Studium vertieft, mit zwei marxistischen Fächern. Von Marx über Lenin bis hin zu Ernst Busch, Konrad Wolf, Ernst Thälmann stehen schwere Bücher in meinem Regal, auch zur Geschichte der Arbeiterbewegung, zur Freundschaft mit der Sowjetunion, zu den gemeinsamen Feierlichkeiten Karl-Marx-Stadt Stalingrad. Meine Prägung, die durch eine andere nicht ersetzt werden kann. Ich mag US-amerikanische Musik, kenne aber so gut wie keine Hollywood-Filme. Mein Lieblingsfilm lief Weihnachten im Fernsehen, im Russischen, in Russisch, obwohl es ihn auch deutsch übersetzt gibt, Bahnhof für zwei. In der heutigen Audiodatei wird auch zu Wort kommen Dagmar Henn. Da geht es um Meinungsfreiheit. Sie saß gestern in den deutschen Nachrichten von Russia Today, linke Politikerin und Journalistin, aus München kommend, mittlerweile in Moskau lebend. Wir werden sie später hören. Der ORF lässt uns wissen, Russland steht vor der Einnahme der Stadt Soledar nahe Bakhmut, eigentlich Artemjowsk. Der ORF kommentiert, das strategische Ziel des gesamten Vorstoßes war internationalen Militärexperten lange ein Rätsel. Der Chef der Wagner-Truppen, Jewgeni Prigoschin,
führte Tunnelsysteme als Grund an. Der ORF bezweifelt dies. In diesen Tunnelsystemen können Menschen aufgenommen werden, aber auch Panzer und Schützenpanzer können sich darin bewegen. In Friedenszeiten fanden dort Konzerte statt. US-Regierungskreise meinen, Prigozhin wolle aus kommerziellen Gründen die Kontrolle über die Salz- und Gipsminen in der Region übernehmen. Der US Think Tank Institute for the Study of War vermutet symbolischen und psychologischen Erfolg. Die Verluste scheinen auf beiden Seiten hoch zu sein. Mit der Einnahme von Soledar wird Russland versuchen, Artemjowsk einzukesseln. Die Nachschublinien der Ukrainer können unterbrochen werden, was einen Rückzug wahrscheinlich macht. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat 4 pro-russische Parlamentsabgeordnete ausgebürgert. Wenn Volksvertreter beschließen, nicht dem ukrainischen Volk zu dienen, sondern den Mördern, die in die Ukraine gekommen sind, dann werden unsere Schritte angemessen sein. Ich übersetze, in der Ukraine lebende, russischstämmige Parlamentsabgeordnete, die also für ihre Politik gewählt wurden, werden ausgebürgert, weil sie als Russen russische Positionen vertreten. Ich sehe Erklärungsbedarf. Das ukrainische Militär bereitet sich auf einen möglichen neuen Angriff russischer Bodentruppen aus Weißrussland in Richtung der Hauptstadt Kiew vor. Die westliche Militärhilfe für die Ukraine gleicht fast dem gesamten Verteidigungshaushalt Russlands für 2022. Russlands Präsident Putin erklärte, dass das militärische Potenzial und die Kapazitäten fast aller wichtiger NATO-Mitglieder aktiv gegen Russland eingesetzt werden. Verteidigungsminister Shoigu erinnert, Russland kämpfe in der Ukraine nicht gegen Kiews Streitkräfte, sondern gegen den gesamten kollektiven Westen. 6 Zivilisten wurden nach ukrainischem Beschuss im Gebiet Belgorod verletzt. Das ist russisches Gebiet. Das ukrainische Militär habe während des Rückzugs aus den Siedlungen der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk Kirchen geplündert. Dies teilt der Pressedienst des Ministeriums für Kultur, Sport und Jugend der Volksrepublik Luhansk mit. Eine Mission der weißrussischen Alexei Talai Wohltätigkeitsstiftung wird Mitte Januar in die Frontgebiete der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk reisen. Die britischen Behörden sollen noch keine endgültige Entscheidung über die mögliche Lieferung britischer Challenger 2 Panzer an die Ukraine getroffen haben. Das berichtet Reuters. Wir schicken ja erstmal kleine. Der große macht sich danach wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit auf die Reise. Vor den Waffen kommt das Wort. Der MDR thematisiert sein Wort. Er stellt die Frage, wie viel Haltung im Journalismus darf sein. Es gibt ein Angebot Medien 360G. Die Kritik an der Arbeit von Journalisten ist so alt wie der Berufsstand an sich. Selten aber dürfte die Liste länger gewesen sein als in diesen Zeiten. Zu tendenziös, bevormundend, belehrend, unausgewogen, regierungsnah, parteiisch. Vorwürfe, die fast jeder Journalist im beruflichen oder privaten Umfeld schon mal zu hören bekommen hat. Zugespitzt hat sich die Situation ab Mitte der 2010er Jahre. Parallel zum Erstarken des Internets und der sozialen Medien reiht sich seither Krise an Krise. Eine ehrliche und zutreffende Bestandsaufnahme, die auch einen Zeitpunkt formuliert. 2014. Dank der Aussagen von Angela Merkel und François Hollande wissen wir, dass das zu dieser Zeit entstandene Minsker Abkommen nur dazu gedacht war, die Ukraine aufzurüsten, dass man sich de facto in den Gesellschaften, in der Politik, damals dazu entschlossen hat, einen Krieg zu akzeptieren. Das ist eine nicht unwichtige Erkenntnis, unabhängig davon, wer wann welche militärische Initiative ergriffen hat. Hören wir zu diesem Thema Dagmar Henn. Der Schlag war eigentlich schon von Anfang an drin, also ab spätestens 2014, als die wie soll man sagen, im Zusammenhang mit der Ukraine diese propagandistische Meinungsmache zugenommen hat. Mit der Schaffung von solchen Begriffen wie Putin-Trolle, Kreml-Versteher und so weiter. Das hatte immer schon diesen Unterton von Handlung für fremdes Interesse, was sich nur über die Jahre hinweg verdichtet hat. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, man muss sich nur die Landkarte ansehen und die Weltkarte ansehen. Die Frage, wie das Verhältnis Deutschlands zu Russland aussieht, ist schon allein deshalb immer eine essentielle, weil die zwei Länder nicht sehr weit voneinander entfernt sind. Also das deutsche Verhältnis zu Madagaskar ist nicht die Grundlage gesellschaftlicher wichtiger Entscheidungen. Aber das Verhältnis zu Russland wird es immer sein. Und insofern ist es völlig natürlich, dass es da auch immer wieder neu unterschiedliche Ansichten dazu gibt. Nur im Augenblick ist die deutsche Regierung der Meinung, es ist hilfreich, wenn man alle abweichenden Meinungen als
russisches Einwirken erklärt. Wie steht es um die Meinungsfreiheit? Naja, also die Tendenz, die Meinungsfreiheit immer weiter und inzwischen relativ extrem einzuschränken, gibt es ja schon seit einer ganzen Reihe von Jahren. Die gab es auch im Zusammenhang mit dem Thema Corona. Das Interessante ist, es ist tatsächlich gelungen, zumindest innerhalb der Konzernmedien und der öffentlichen Medien die Vorstellung durchzusetzen, dass Meinungsfreiheit nur die Freiheit bedeutet, die Wahrheit zu äußern und dass die jeweilige Wahrheit von der augenblicklichen Bundesregierung bestimmt wird. Meinungsfreiheit hat natürlich nie etwas mit der Frage von Wahrheit zu tun, sondern besagt schlicht, ich darf das sagen, was ich denke. Punkt. Und in bestimmten Positionen, zum Beispiel in der Publizierenden, muss ich das. Henn erklärt aber auch Schwierigkeiten, die man mit dem gerade zitierten MDR-Bericht belegen kann. Also man muss ganz objektiv sagen, die Situation ist ja für die Bundesregierung mit ihrer Haltung von wir stehen zur Ukraine, egal was passiert, nicht wirklich einfacher geworden. Ne? Also zum einen kann man die Informationen über die, sagen wir mal, relativ unappetitlichen Gesinnungen größerer Teile der ukrainischen Machthaber nicht wirklich dauerhaft verbannen oder verhindern, dass die Menschen das mitbekommen, insbesondere wenn ja dann auch noch über solche Truppen wie Azov beispielsweise berichtet wird. Und dann doch immer wieder selbst einem Sender wie CNN dann Hitlergrüße und Hakenkreuze ins Bild rutschen. Ne? Das andere ist, solche Ereignisse wie die Sprengung von Nord Stream haben natürlich auch eine Auswirkung. Ne? Das ist objektiv gesehen eine feindselige Handlung, die ja nun doch eher bei den Vereinigten Staaten zu vermuten ist. Das heißt, jetzt inzwischen ist die Position für die Bundesregierung zu verteidigen, dass sie über all diese Dinge hinwegsehen. Trotzdem meinen, sie müssen also auch noch Kampfpanzer in die Ukraine schicken und die Leute sollten gefälligst frieren und die Inflation hinnehmen und leiden, weil ihre Freiheit in der Ukraine, dieses pathetische Zeug ist ja wirklich nicht zu fassen. Das wird immer schwieriger. Und je schwieriger es wird, das gegen die irgendwie etwas anders aussehende Realität durchzusetzen, desto stärker muss der Druck werden und desto stärker muss man betonen, eine andere Meinung kann ja gar nicht von ordentlichen Deutschen kommen gewissermaßen, sondern die muss von außen injiziert sein, weil jeder brave Bürger selbstverständlich Zelensky für einen Helden und die Ukraine für den Hort der Demokratie hält. Das mit den Ausbürgerungen hatten wir ja schon. US-Präsident Joe Biden hat sich zu Geheimdokumenten in seinem Privatbüro geäußert. Von dem Fund sei er selbst überrascht. Den Inhalt der Papiere kenne er nicht. Haftbefehl erlassen wurde gegen den Sicherheitschef von Brasilia. Donald Trumps langjähriger Finanzchef wurde zu 5 Monaten Haft verurteilt. Ein belgischer Mitarbeiter einer Hilfsorganisation muss im Iran nach Behördenangaben mehr als 12 Jahre im Gefängnis absetzen. Er wurde der Spionage schuldig gesprochen. In Frankreich muss man länger arbeiten, bis 64. Griechenlands früherer König Konstantin II. Ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das Dorf Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler wird demnächst geräumt. Die Stimmung ist aufgeheizt. Ein aktuelles Gerichtsurteil: Eine Dienst-SMS muss in der Freizeit nicht gelesen werden. In Thüringen haben die Grünen die Personalien für ihre beiden Ministerposten ausgetauscht. Gegen den Willen des betroffenen Justizministers. Bodo Ramelow entließ. Na dann noch eine schöne Nachricht zum Schluss. MDR Kultur diskutiert, warum ein deutsches Theatermuseum nach Meiningen gehört. Davon zeigt sich überzeugt der Direktor der Meininger Museen, Philipp Adlung. Er sieht als Ursprung der deutschen Theaterkultur Meiningens Schloss Elisabethenburg als idealen Ort. Wetter! Die nächsten Tage viele Wolken, zeitweise Regen, mild. Auch Wind kommt dazu. Machabu. Alternative Music.